Hallo und herzlich willkommen zur leider schon letzten Folge von Hugo 6. Wir sind, ja, auf einer Schmach sitzen geblieben, nämlich das Moor, und das rocken wir jetzt zusammen. Auf geht's. Trollibob, jetzt rollen wir uns im Schlamm. Okay, auch mit fast synchroner Lippenbewegung. Und jetzt merken wir uns richtig die Geräusche. Okay, diesmal... Auch beim letzten Mal viel zu kurz gekommen. Unser Asa-Asa-Vogel. Ah, jetzt. Achtung. Eine Mietekatze. Ich bin beim letzten Mal so verwirrt gewesen, weil es im Fernsehen immer drei Bäume waren. Und ich war jetzt total konfus, wo ich dann am Ende war und mir so gedacht habe, okay, da fehlt doch was. Das Problem ist, dass wenn wir springen, er im Bild so ein bisschen nach vorne glitscht. Und das kann manchmal ziemlich fatal sein. So, zweites Geräusch. Neben Katze haben wir jetzt... Eine Kuh. Die lila Kuh. Okay, das ist relativ einfach zu entziffern auf den Symbolen, die da auf dem... Bord sind. Also Miete, Katze und Kuh. Halle. Hopp. Ah, die erste Mühle und die ersten Fledermäuse. Natürlich mitten am Tag. Kennt man ja natürlich aus der Natur. Übernachtet ihr mal im Wald, so wie ich jeden Tag, dann... werdet ihr auch wissen, dass die Fledermäuse nicht nachts, sondern tagsüber durch den Wald, Moor, Wildnis fliegen. So, seht ihr, wie er jetzt fast förmlich stehen bleibt. Jetzt pirschen wir uns wieder nach vorne. Oh, 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 oh. Reingesprungen. Das war meine Schuld. So. Patrollfrisur. Ja, okay. Macht fast nichts. Ein zweiter Versuch im Schlamm. Genau. Es tut seelisch so gut, jetzt hier wieder ein bisschen abschalten zu können. Ich habe im Moment, wie gesagt, so viel Pech mit meinen Spielen. 3 von 3 Spielen funktionieren. Also 2 gar nicht und das dritte habe ich zum Laufen bekommen, aber überhaupt nicht. Spiel... war für meine Ansprüche. Insofern muss ich mir da auch noch was einfallen lassen. Nein, ich glaube, das war... Oh, Gott sei Dank. Er nimmt es, Gott sei Dank. Oh, oh. Oh nein, bitte, bitte, greif doch die... nein! Oh. Was war das denn? Oh, ein Troll war nicht normalerweise nur samstags. Weißt du, als wenn er nicht schwimmen könnte. Als wenn er nicht diese kleine Pfütze durchschwimmen könnte. Nein, er verliert ein Leben. Na, dumm gelaufen. Aber einen haben wir noch. Einen habe ich noch. Also insofern, wie gesagt, ich habe jetzt noch einen, hoffentlich Ass im Ärmel. Da, wie gesagt, habe ich mir jetzt was bestellt. Das kommt jetzt morgen oder übermorgen, kommt das an. Und dann hoffe ich, drückt mir die Daumen... dass es funktioniert und dass ich euch dann endlich diese Spiele dann auch präsentieren kann. Welche Spiele es sind? Ja. Ich glaube, die habe ich eben sogar schon verraten. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob das jetzt eine Aufnahme war, die ich jetzt auch online stelle oder nicht. Ah, egal. Ihr werdet es ja sehen. So, wir sind am Ende. Rede. Erinnere dich an die Geräusche. Dann können wir meine Hugolina retten. Ja. Ein Mietekatze. Und Muku. Troll, richtig getippt. Trolltreffer. Trolltreffer. Ja, genau die wollte ich haben, die Schlüsselszene. Die hat nämlich noch gefehlt. Oh, das geht direkt los. Wie gemein ist das denn? Okay. Ich hab's.
die 1. Herrlich, oder? Wir sind reich. Das ganze Gold und nur 2000. Naja. Aber trotzdem. 2000 haben oder nicht? Who findet das hier? Ihr müsst das erstmal im Portemonnaie haben. Ja. Ja, Freunde, das war es leider mit Hugo 6. Wild River, so heißt das inoffiziell oder offiziell, ihr habt keine Ahnung. Und ich hoffe, euch hat's mal wieder gefallen. Ich werde jetzt alsbald natürlich versuchen, die restlichen Hugo-Spiele, die noch fehlen in meiner Liste, euch auch zu präsentieren. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Macht es gut, schönen Abend noch in RVY18. Adieu.